Max Klinger. Er ist der hochgebildete Superstar des wilhelminischen Kunstbetriebs. Zu Lebzeiten von seinen Zeitgenossen in einem Atemzug mit Michelangelo und Beethoven gefeiert. Er ging, wie er kam. Gewaltig. Und als hätte der Meister selbst Regie geführt, als sein Sarg zu Grabe getragen wird, verziehen sich ringsum die Gewitter. Max Klingers Beerdigung gerät zum fulminanten Schlussakkord seiner lebenslangen Suche nach dem Gesamtkunstwerk. Das Gewandhausorchester seiner Heimatstadt Leipzig spielt erhabene Musik. Käthe Kollwitz hält mit großer Verehrung die Grabrede. Max Klingers junge Witwe und die versammelte deutsche Kunstwelt sagen ihrem Meister voll Bewunderung Ade. Un grand barbare, einen großen Barbaren, nennt Le Figaro Max Klinger in seinem Nachruf, auf der Titelseite. Das war eine Figur, ein Talent, ein Charakter, Maler, Bildhauer und sogar Schriftsteller und Musiker. Mit einer gewaltigen Liebe zur Kunst. Max Klinger, dieser Fetischist schöner Körper, die zentrale Künstlerfigur des Kaiserreichs, war zeitlebens umstritten. Hocherotische Aktstudien, die Darstellung nackter weiblicher und männlicher Körper, tabulose Liebesspiele voller Details. In der wilhelminischen Gesellschaft mit ihren rigiden Konventionen sorgte Max Klinger immer wieder für Skandale. Der Mitbegründer der Kunstrichtung, die man Symbolismus nennt, suchte den Tabubruch. Ein radikaler Künstler, gefangen in den etablierten Verhältnissen, aus denen er stammte. Das sind keine Blätter für die Öffentlichkeit. Das sind Sachen, die er gemacht hat, weil sie ihn interessierten. Aber es war ganz klar, ich meine, die Gesetzeslage, es durften ja auch keine pornografischen Kunstwerke gezeigt werden. Es gibt Zeichnungen, die er macht, um einen menschlichen Körper, sowohl den Mann als auch die Frau, zu erfassen, um ihn wirklich zu zeichnen, um zu wissen, wie ist die Figur aufgebaut. Die menschliche Figur ist für ihn ja auch die Grundlage. Ein Handschuh wird Max Klinger zum symbolistischen Objekt, das wie aus einem Traum in die Wirklichkeit fällt. Ein erotisch hoch aufgeladenes Element, das vor unseren Augen auftaucht und uns in eine Welt entführt, die die Symbolisten interessiert. Fantasie, Erotik, Sehnsüchte, die dunkle Seite des Lebens. Max Klinger, man nannte ihn den deutschen Rodin. Viele seiner überlebensgroßen Skulpturen stehen in Ausdruck, Kraft und Bewegung ganz dem Geist seines französischen Künstlerfreundes nahe. Das Leipziger Museum für Bildende Künste. Hier thront Max Klingers berühmtestes Werk, sein tonnenschwerer Beethoven. Umgeben von Max Klingers opulenten Schöpfungen aus edelsten Materialien. Zu Wasser steigende Marmor, weiße Göttinnen. Dahinter, in warmes Licht getaucht, traumverlorene Schönheiten an fernen Stränden. Eine rätselhafte, bernsteinäugige Kassandra. Die neue Salome, eine männermordende Femme fatale. Berückend erotisch, aber kühl bis ans Herz. Die Werke des Künstlerfürsten Max Klinger sind ungebändigte Materialschlachten, ins Gigantische gesteigert. Die Dimension seiner Kunstwerke machte den Transport an einen anderen Ausstellungsort praktisch unmöglich. Er liebte das Große. Das vermittelt jedes einzelne Werk also von Max Klinger, ob es die Zeichnung ist, also das Gemälde, der Druckgrafik oder die Skulptur, das ist vollkommen gleichgültig, der ist formgewaltig. Das ist ein Mensch der großen Geste. Also ich glaube, seine Kunst war ihm näher als seine Familie und sein persönliches Umfeld. Also der war schon hat schon eine gehörige Portion Egoismus mit sich gebracht, davon gehe ich aus. Und das ist auch das, was man spürt, nicht? Also wenn man hier von Max Klinger umgeben ist, dann spürt man das, dass es ein Mensch ist oder dass es ein Künstler war, dem die Kunst das vordringliche Anliegen im Leben war. Leipzig. Der 18. Februar 1857. In der Petersstraße 48 ereignet sich Großes. Max Klinger wird als der zweite Sohn des zu Wohlstand gekommenen Seifensieders Heinrich Louis Klinger geboren. Er besucht die Grund-, dann Realschule und,
Am Sonntag Zeichenunterricht und Hausmusik. Schon früh unterstützt der kunstaffine Vater die künstlerischen Ambitionen seines talentierten Sohnes. Klavier- und Zeichenunterricht fallen bei Max Klinger schnell auf fruchtbaren Boden. Mit 17 Jahren beginnt Max Klinger sein Studium in Karlsruhe. Mit 19 schließt er die Ausbildung in Berlin mit Auszeichnung ab. Und er bereitet erste Ausstellungen vor. Dem Vielleser und Schreiber werden neben der Literatur und der Philosophie aber seine Traumbilder zur wichtigsten Inspirationsquelle. Mit überwältigender Fantasie tobt sich der junge Max Klinger besonders in der Druckgrafik aus und schafft einen Kosmos fantastischer Bilderwelten, Ventil seiner bedrohlich brodelnden Fantasie. Gleich mit seinem ersten Radierzyklus, Paraphrase über den Fund eines Handschuhs, konfrontiert der 20-jährige Max Klinger das Publikum mit seinen surrealen Traumbildern. Die negative Erfahrung einer enttäuschten Liebe an der Berliner Rollschuhbahn löst in dem jungen Künstler quälende Sehnsucht nach der Angebeteten aus. Max Klinger gestaltet wie in einem Comicstrip. Eine mysteriöse Dame verliert ihren Handschuh auf der Rollschuhbahn. Ein junger Mann mit den Zügen Max Klingers hebt ihn auf und nimmt das Objekt seiner Begierde mit nach Hause. Der gefundene Handschuh erregt seine Wünsche und entführt ihn in eine Traumwelt voller geheimnisvoller Mächte und erotischer Fantasien. Aus einer Muschel bändigt der Handschuh kraftstrotzende Hengste. Zusammen mit grotesken Figuren im Wasser bedrängt der Handschuh den Schlafenden. Leer, erschöpft und erschlafft, entführt schließlich ein echsenartiger Vogel den Handschuh. Im letzten Bild sitzt Amor mit seinen abgelegten Waffen vor dem schlaffen Handschuh. Ein Bild der Ernüchterung und das Ende einer Illusion. Ja, das sind Traumwelten, das ist, klarerweise. Also auch wenn man sagt, dass er freut, das ist, die Traumdeutung war noch nicht publiziert zu diesem Zeitpunkt. Das heißt aber nicht, dass man sich in dieser Zeit nicht damit auseinandergesetzt hat. Und das war sein Thema. Im Tiefdruckverfahren entwickelt er seine Meisterschaft. In seinen Radierungen gibt Max Klinger dem Schwanken seiner Zeitgenossen zwischen Aufbruchsstimmung, Weltschmerz und Zukunftseuphorie in der Umbruchszeit des Fin de siècle ein Gesicht. Klingers Kunst verstört und fasziniert zugleich. Also jeder, der sich also mit Druckgrafik auseinandersetzt, und ganz gleichgültig, ob das jetzt in den 1940er, 50er, 60er, 70er Jahren war oder heute ist, wird sagen, einer der größten Druckgrafiker, den die Kunstwelt hatte, ist Max Klinger. Aber Max Klinger, ruhelos und energiegeladen, will mehr. Nachdem er sich als Radierer einen Namen gemacht hat, drängt es Klinger, den nächsten Schritt zu tun. Aber wohin auf der Suche nach Inspiration? Es zieht ihn nach Paris, Stadt der Lichter und der Liebe, dort, wo der Aufbruch in die Moderne sich in beispiellosem Tempo vollzieht. Paris, Frontstadt der Moderne, wo die zeitgenössischen Künstler die Kämpfe der Gegenwart austragen. Il faut être absolument modern, modern sein um jeden Preis, das ist hier die Maxime. Paris, das ist schon zu Max Klingers Zeiten eine brummende Metropole. Hier will er in der Anonymität der Großstadt all das erleben, was er in seiner Heimatstadt Leipzig so vermisst hat. Es war natürlich ein Paris, was im Vergleich zu Leipzig eine unglaubliche Lebendigkeit ausgestrahlt hat, eine Vielfalt, eine Größe, eine architektonische Pracht und vor allem einen künstlerischen Reichtum, den Klinger sicher sehr wahrgenommen hat. Aber Max Klinger kommt auch in ein Paris, wenige Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Mit offenen Armen wird er hier nicht empfangen. September 1883, Paris, Montparnasse. Ich habe Paris je nach Befinden bewundert und verflucht. Als Deutscher bin ich schon halb herausgeworfen worden aus Kunsthandlungen, denen ich meine Bilder angeboten habe. Und auch einen vorher im Rinnstein angefeuchteten Kohlstrunk kriegte ich in die Droschke geworfen. Mein Atelier ist groß und teuer, Paris überhaupt.
In Berlin kommt man für die Hälfte besser aus. Paris, das war und ist bis heute magischer Anziehungspunkt für jeden Kunstliebhaber. Und das Paris zu Klingers Zeiten ist eine Klasse für sich. Ein Laboratorium der Moderne, eine Stadt im Aufbruch. Und alle arbeiten an der nächsten großen Idee. In Paris setzt sich Klinger intensiv mit der Kunst des Impressionismus auseinander. Er sieht die Werke von Monet, Cézanne, Degas. Seine besondere Aufmerksamkeit aber erregt Auguste Rodin. Rodin wird das große Vorbild von Max Klinger. Zeitlebens verbindet die beiden Künstler eine auch in künstlerischen Fragen offene und ehrliche Freundschaft. Klinger organisiert Ausstellungen in Deutschland, legt Wert auf Rodins Urteil. Er bewundert ihn für seine künstlerische Freiheit. Jan Nikolaisen, der Chefkurator des Museums der Bildenden Künste zu Leipzig, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verhältnis von Max Klinger und Auguste Rodin. In Vorbereitung einer neuen Ausstellung geht es heute um die Körperstudien im Verhältnis zwischen Max Klinger und Auguste Rodin. Ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der beiden Künstler, so Sophie Bias vom Rodin-Museum in Paris. Rodin dit que il n'a jamais été admis à l'école des Beaux-Arts qui était l'école noble de la réussite et que si, finalement c'était sa chance de ne pas avoir été admis parce qu'il n'avait pas été complètement formaté comme les autres artistes et que du coup il avait cette liberté de vision et d'envie. Et pour Klinger, je crois que c'était difficile même de apprendre ou de regarder Rodin qu'il a admiré, mais je ne sais pas s'il a vraiment compris cette liberté. Parce qu'il y a une liberté énormément fortement. Et les modèles de Klinger, ils posent toujours très académique. Rodin est très attiré par la femme. Oui, Klinger aussi. Aber Max Klinger zieht es nicht in das wilde Leben der Prostituierten und Opiumraucher im Künstlerviertel von Montmartre. Er bezieht Quartier in Montparnasse, im großbürgerlichen Paris. Er vergräbt sich in der Impasse du Maine-Straße in sein Atelier und führt ein Eremitendasein, auf der Suche nach seiner künstlerischen Formel. Aus einem Brief an den Berliner Unternehmer Julius Albers, 9. November 1883. Es wird mir schwer werden, Ihnen glaublich zu machen, dass mir die Radierung zum Hals heraushängt. Und doch ist es so. Werfen Sie erst einmal Ihre halb erwachsenen Kinder ins Wasser. Es ist 1 Uhr Nacht. Mit Sehnsucht sehe ich dieser geistigen Ehescheidung entgegen. Und Ehescheidungen tun weh. Das Interesse an der modernen französischen Kunst verliert Klinger schnell. Die Werke der Impressionisten, die ihn anfangs noch auf seiner Suche nach neuen Wegen anziehen, sind ihm schon bald nicht mehr sympathisch. Doch seine aus dem Nichts produzierten Linien auf einer leeren weißen Papierfläche langweilen ihn auch. Er will die Grenzen seiner dunklen Griffelkunst überschreiten. Und er ist hin und her gerissen. Ich glaube, Klinger hatte immer zwei Seelen in seiner Brust. Als er in Paris war, begegnete er einerseits den Impressionisten in den Ausstellungen und war, glaube ich, überwältigt von den Neuerungen, die sie mit sich brachten. Gleichzeitig lernte er in Paris die Tradition noch einmal in großer, breiter Qualität im Louvre kennen. In seinen Aufzeichnungen schreibt Max Klinger, dass ihn der Louvre anfangs erst gar nicht anzieht. Ganz im Gegenteil. Die großen, dunklen Säle sind ihm unheimlich und stoßen ihn geradezu ab. Dann aber beginnt seine Entdeckungsreise in die Kunst der alten Meister. Er wandelt Tage und Wochen durch diesen Kunsttempel. Und nun füttert Max Klinger seinen Kunsthunger. Der Louvre erscheint ihm plötzlich in ganz anderem Licht. Max Klinger berauscht sich an der Tradition. Er studiert intensiv die Werke Leonardos und Mantegnas. In der Begegnung mit der Kunst der Renaissance entwickelte er die Idee, die Kunstgattungen zusammenzuführen.
Klinger will die Grenzen des Einzelbildes, des isolierten Werkes überschreiten. Er träumt von der Verschmelzung aller Künste zu einem großen Ganzen, das den Zuschauer emotional überwältigen soll. Und ihm kommt ein Großauftrag aus Berlin zu Hilfe. Ein lebensverändernder Auftrag. Der junge Künstler soll das Vestibül der Villa von Unternehmer Julius Albers komplett gestalten. Opulent und monumental. Vier hochformatige Landschaften zwischen den Pilastern, darüber ein Meeresfries in Querformaten. Klinger bestimmt auch die Materialauswahl und das Skulpturenprogramm. Klinger war halt jemand, der auch die Idee von Wagner aufgenommen hat, das Gesamtkunstwerk zu realisieren. Und er war einer der ersten Künstler, der es tatsächlich auch geschafft hat, die Malerei mit der Bildhauerei und mit der Architektur zu verknüpfen und zu verbinden. Max Klinger erfindet für sein neues künstlerisches Programm den Begriff der Raumkunst. Jetzt schöpft der Künstler aus dem Vollen. Marmor, Granit, Holz, Leinwand, Farbe. Mit seiner monumental-dekorativen Kunst will Max Klinger beim Betrachter alle Sinne ansprechen. Es soll die Distanz aufgehoben werden zwischen dem Werk und dem Betrachter oder der Betrachterin. Und diese Suche nach dieser großen Sinnlichkeit hat auch etwas mit Paris zu tun. Mit großer Begeisterung besucht Max Klinger immer wieder die erst vor kurzem fertiggestellte Pariser Oper. Für den auf höchstem Niveau selbst praktizierenden Musiker wird die Traumwelt der Pariser Oper mit ihrem Zusammenspiel von üppiger Dekoration und Musik zu einer überwältigenden Erfahrung. Sie symbolisiert für Max Klinger all das, wovon er in seiner Kunst träumt. Die Musik als Auslöserin von Emotionen, das ist der Grund, warum sie zum Leitmotiv im Werk von Klinger wird. In der Musik Klinger die Bündelung der geistigen, moralischen und emotionalen, sinnstiftenden Momente und Kräfte gesehen hat, die er in die Kunst transportieren wollte. Nachts in Paris, Montparnasse, allein. Max Klinger lässt sich treiben und langsam formiert sich eine Idee. Eine Idee, die ihn auf seiner rastlosen Suche nach dem ganz großen künstlerischen Ausdruck die nächsten 17 Jahre beschäftigen wird, und aus der einmal sein Hauptwerk werden soll. Es soll überwältigend sein in Form, Ausdruck und Wirkung. In jeder Hinsicht perfekt. In Paris hat er beim Klavierspielen die erste Idee, die erste Vision des Beethoven-Monuments. Und das finde ich spannend, weil ihm sozusagen in der Fremde der Gedanke an die heimatliche Musik kommt. Ein erster Gipsentwurf für Max Klingers Beethoven-Skulptur wird beim Kunstsalon in Paris abgelehnt. Aber die Idee, seinem großen Idol ein Denkmal zu setzen, lässt Max Klinger nicht mehr los. Nun will er Bildhauer werden. Und als immer auch handwerklich gesonnener Mann will er selbstverständlich sein Erdmaterial selber suchen. Inspiriert und beflügelt treibt es ihn zu neuen Ufern. Nach 3 Jahren verlässt er Paris. Und er kennt sein Ziel. Er bricht auf nach Carrara. Max Klinger, er hat die alte und die neue Malerei analysiert. Er hat gelesen, gezeichnet und gemalt. Jetzt will er lernen, den Stein zu bearbeiten. Er kommt in mythische Landschaften. Zeit seines Lebens ist Max Klinger fasziniert vom Mythos. Schon seit seiner Jugendzeit übt er nach antiken Vorbildern zu zeichnen. Seine Seelenlandschaften, sein Arkadien bevölkern antike Helden, mythologische Fabelwesen. Und mehr. Max Klinger will sich seinen Bildhauerhelden aus längst vergangenen Epochen nahe fühlen. Auf den Wegen eines Michelangelo, eines Gian Lorenzo, eines Pisano und Donatello wandeln. Tausenden von Kunstwerken stand der Marmor aus Carrara Pate.
dem Petersdom in Rom, dem Campanile von Pisa, dem Dom von Florenz. Max Klinger will den Marmor, das weiße Gold sehen, ertasten, spüren, riechen, fotografieren. Und er will seinen Stein finden. Nach seinem ersten Besuch in Carrara wird ihn seine Faszination für Marmor jedweder Couleur zeitlebens nie mehr loslassen. Marmor, der weiche, harte Stein. Bis heute ungebrochene Faszination. Viele Künstler verbringen in den Steinbrüchen von Carrara die Sommermonate. Die Sehnsucht nach der Form, wie zu Klingers Zeiten. Ungebrochen. Hier Marmor. Guck mal hier rein. Dieses ist dieses Kristalline. Diese Art und Weise, das ist ja an sich Kalkstein, der selber gepresst ist. Ja, er ist selbst das kleine Stück kriege ich nicht gebrochen. Da. Ja, das ist das, was das ausmacht hier. Ja, dass ich also hier. Der hatte sowas nicht. Niemand hatte sowas vor uns. So, die mussten da mit der Hand arbeiten. Aber Max Klinger hatte im Vorteil zu mir wahrscheinlich Leute, die ihm das viele Arbeit abgenommen haben. So. Und Max Klinger ist jemand, der sich eine Form im Kopf hat und nachher den Marmor als Material benutzt, um sie rauszumachen. Bei mir war es genau umgedreht bei dem Stein. Ich habe den gekauft und da waren Fehler drin. Und anschließend habe ich geguckt, was drin ist. Das ist einfach genial. Hier, dann macht es genau das. Man kann vielleicht sagen, Hommage an Chagall. Unser Michelangelo, ja, den gab es. Und da es aber hier um die Ecke in dem anderen Tal war, war der Steinbruch von ihm. In den Steinbrüchen von Carrara hat Michelangelo das Material für seine Statue des David in Florenz gefunden. Für seine Pietà im Petersdom zu Rom. Aber es ist Zeit zu gehen. Also, arrivederci, Carrara. Buongiorno, Roma. Nach langer Zeit erfüllt sich Max Klinger 1888 seinen lang gehegten Traum. Er siedelt über nach Rom und er soll nicht enttäuscht werden. Die Eindrücke der ewigen Stadt sind beinahe überwältigend. Liebe Eltern, heute habe ich gemietet und zwar ist meine neue Adresse Via Claudia 8, Presso del Colosseo Roma. Das Atelier ist ziemlich groß. Ich habe da einen großen Balkon zum Malen im Freien. 6 Treppen hoch, eine unbeschreiblich schöne Aussicht rundherum. Frei sehe ich auf alle Monumente und ganz Rom. Direkt vor dem Atelier liegen die Riesenruinen des Kolosseums. Ich male euch das einmal. Das ist keine Aussicht. Das ist ein Panorama. Doch bei aller Faszination für Rom begegnet er auch den Schattenseiten der Stadt. Schmutz, enge Gassen, schlechte Architektur. Immer noch liegt er seinen Eltern auf der Tasche. Zeitweise lebt er in Rom eher spartanisch. Und seinen Plan, das Marmorhauen intensiv zu erlernen, verschiebt er auf zunächst unbestimmte Zeit. Aber das Licht. Die Freilichtmalerei unter den Bedingungen des natürlichen Lichts hat er schon in Paris schätzen gelernt. Hier studiert er die antiken Bauwerke und ist fasziniert von der allgegenwärtigen Kunst. Ich habe gewiss Fantasie für Landschaft, aber da hört sich doch Verschiedenes auf. So schön, so einfach und großartig war alles. Unglaublich, wie wunderschöne Frauen und Männer man dieser Tage überall sah. Von so viel stilvoller Eleganz und Schönheit überwältigt, entstehen in Rom viele Porträtbilder, fast immer von Frauen. Max Klinger schwimmt in Öl, mäht Quadratmeter auf Quadratmeter runter mit dem Spachtel. In Rom entsteht sein Kolossalgemälde, die Kreuzigung Christi. Lebensgroß zeigt Max Klinger neben Johannes dem Täufer mit dem Antlitz von Beethoven seinen nackten Christus und löst damit einen Skandal aus. Er muss den Penis übermalen. In seiner prüden Heimat kann man mit so viel italienischer Leichtigkeit
wenig anfangen. August 1888. Liebste Eltern, wir hatten Glück mit Wetter und Meer. Die Wärme ist hier viel erträglicher als unsere, denn man hat immer den frischen Meerwind, besonders zu Mittag. Haben im Meer gebadet, ganz draußen an der sonnigen Küste. Wundervoll. Größte Schönheit und größter Schmutz sind hier untrennbar verbunden. Wie in Frankreich badet alles durcheinander. Männer, Frauen, Kinder und wir haben da eklig mitgebadet. Hier lebt man geradezu im Wasser. Abends, früh, nachmittags haben wir uns 1 bis 1,5 Stunden im Wasser unter allen möglichen und unmöglichen Leuten herumgewälzt. Wir waren die einzigen Fremden am Ort, sonst alles Italiener. Max Klinger und Italien, das ist eine Liebesgeschichte. Hier schlagen beide Herzen in seiner Brust im Einklang. Das Herz des Arbeitswütigen und des Genussmenschen. Das Dolce Far Niente als Gegenwelt zu seiner Heimat, wo die Bademeister mit strengem Auge über die guten Sitten wachen. Und doch, Max Klinger spielt schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, sein selbstgewähltes Exil in Italien zu verlassen. Vorher aber entsteht in Rom noch sein wohl bis heute berühmtestes Gemälde, die Blaue Stunde. Bei seiner Präsentation in Leipzig löst allein die Nacktheit der drei Frauen im Abendlicht beim biederen wilhelminischen Publikum Irritationen aus. Die Dreiheit, ihr Nacktsein, lassen eine mythologische Bedeutung erwarten. Nur fehlt jeder weitere Hinweis darauf. Stattdessen sprechen die Posen und die Körperhaltung, dazu die Lagerfeueratmosphäre, eher für drei ganz gewöhnliche Frauen, die sich am Meeresstrand aufhalten. Unbekleidet und folglich irgendwie privat. Chefkurator Jan Nikolaisen erkennt etwas anderes. Was die Leistung dieses Bildes ist, ist natürlich im Werk von Klingers, aus der Beobachtung ins Träumen hinauszugehen oder darüber hinauszugehen. Und das Bild ist so zusammengesetzt aus verschiedenen Farben, die man so in der Realität nicht findet. Und weil es darum geht, eine Stimmung zu evozieren, es wirkt auf den ersten Blick quasi hyperrealistisch, aber bei genauer Betrachtung ist es eine Bildrealität, die nur dort existiert. Und das ist das Faszinierende an dem Bild. Der Feuerschein des Bildes wirkt zunächst einmal ja wie beobachtet, aber das ist erfunden und es ist ein Bild über die Farbe, vielleicht ein Träumen über Farbe. Ein anderer, der in seiner Kunst immer aus seinen Träumen geschöpft hat, ist der Leipziger Künstler Hartwig Ebersbach. Einstiges Enfant terrible und Mitbegründer der Leipziger Schule, spürt er der Farbensymphonie der Blauen Stunde schon seit Jugendjahren nach. Die Blaue Stunde ist bis heute mein Lieblingsbild. Das Klingers Akte so duften, also so diesseitig sind, so geerdet sind, die Göttin, da übermitteln sich sowieso was, sofort. Also das sind dann Figuren in einer Sinnlichkeit, die könnte man anfassen. Also ich weiß noch, dass ich mal vor der Blauen Stunde mit der Nase ans Bild gegangen bin und habe gedacht, ob ich da nicht was, einen Duft entnehmen kann. Nach 15 Jahren in der Fremde kehrt Max Klinger nach Leipzig zurück. Das Heimweh ist so stark. Ich siedle nach Deutschland um, habe dort mein Material und jetzt weiß Gott, Kopf und Hände voll zu tun. Sie glauben nicht, wie ich aufatme, dass die Chose glücklich abgelaugt ist. Ich habe in diesen 15 Jahren nie Heimweh gespürt. Bis jetzt. Doch seine Heimatstadt hat sich verändert. Den Ruß der Industrialisierung trägt Leipzig wie den Firnis auf der Stirn. Die Welt der Fabrikarbeiter und der Armen, die dunkle Seite der Gründerjahre, entgehen Max Klinger nicht. Die Begegnung mit seinen Radierungen prägen Käthe Kollwitz und ihr Werk ein Leben lang. Max Klinger sucht bei der Rückkehr in seine Heimatstadt den Weg zurück in etablierte Verhältnisse. Hier hofiert man ihn und hier will der Künstlerfürst Hof halten.
Die Bewunderung und Zuwendung der Stadt verleihen dem Weitgereisten glückliche Bodenhaftung. Willkommen im bürgerlichen Leben der Familie Klinger. Erst 36 Jahre alt, gehört der Pionier seines so eigenwilligen Symbolismus zu den bekanntesten, auch finanziell erfolgreichsten deutschen Künstlern. Er baut ein Atelier ganz in der Nähe seines Familienhauses und wendet sich wieder der Radierung zu. Doch es hat sich etwas geändert. Der Traum vom Gesamtkunstwerk hat den Künstler, der seine grafischen Zyklen seit jeher mit dem Zusatz Opus nummeriert, fest im Griff. In den Brahms-Fantasien deutet Max Klinger den Begriff des Gesamtkunstwerkes auf überraschende Weise neu aus. Bild und Musik verschmelzen zu einer Einheit. Ein Werk zum Sehen und Hören, das den imaginären Raum des Betrachters füllt. Brahms selbst soll seine Komposition, die Bilder betrachtend, immer wieder gespielt haben. Aber Max Klinger, ledig und wohlhabend, hat nur Augen und Ohren für eine zugereiste Schriftstellerin aus dem Wiener Großbürgertum, Elsa Arsenjew. Sie widmet ihm diese Zeilen. Nun fällt der Leib vom Leib, wie die reife Frucht vom Baum. Zitternd fragt mein Blick hinüber, tröste dich, juble. Noch spricht der Mund nicht in der Sättigung, sondern seine Augen glänzen groß, wie lüstern und selig müde. Elsa Arsenjew wird schnell das Gesprächsthema in den literarischen Zirkeln von Leipzig. Extravagant und selbstbewusst präsentiert sie sich eines Tages in Klingers Atelier und will über Kunst und Körper reden. Er war von Arsenjew fasziniert, so denke ich es inzwischen, weil sie war eine eigenständige Frau auf Augenhöhe. Er konnte sich wirklich mit ihr austauschen und wenn man die Texte von Elsa Arsenjew liest, haben sie sogar sehr verwandte Themen. Sie schreibt ja auch über das Thema, also eigentlich über Tabubrüche. Elsa Arsenjew, eine der ersten Feministinnen auf Leipzigs Straßen, ist für Max Klinger die Herausforderung, die er beim anderen Geschlecht so lange vergeblich gesucht hat. Er mietet ihr eine teure Wohnung im Musikerviertel, der Beginn einer turbulenten Beziehung, die 15 Jahre halten soll. Die Freiheit zu leben, die sie sich gewünscht hat und für die sie in ihren Schriften, denke ich, auch gekämpft hat, da hat natürlich dann das Zusammenleben mit Klinger die Härte der Realität sie auf einen sehr rauen Boden zurückgeholt. Denn Max Klinger, der stadtbekannte Junggeselle aus gutem Hause, will sich in der Öffentlichkeit nicht zu seiner Beziehung mit Elsa Arsenjew, einer geschiedenen Frau, bekennen. Sie haben getrennte Wohnungen. Und wenn sie auf Reisen gehen, treffen sie sich erst auf dem Bahnhof oder in der nächsten Stadt. Die Leipziger Bürger sollen es nicht wissen. Er sorgt sich um seinen guten Ruf. Bei den zahlreichen gesellschaftlichen Anlässen in seinem Atelier aber darf Elsa Arsenjew als weltgewandte Gastgeberin brillieren. Sie verfasst Schriften zu Max Klingers Werken und auch in schwachen Stunden steht sie ihm bei. Immer wieder spornt sie einen erschöpften und von Selbstzweifeln getriebenen Max Klinger bei der Fertigstellung seines Beethoven-Monuments an. Elsa Arsenjew hat einen entscheidenden Anteil daran, dass Max Klinger an seinem Traum vom Gesamtkunstwerk festhält. Ohne sie hätte er den größten Triumph seines Lebens vielleicht nie erlebt. ...1902, fast 20 Jahre nach dem ersten Entwurf, ist Max Klingers legendärstes Werk vollbracht. Anlässlich der Wiener Sezession feiert die Wiener Presse den genialen Schöpfer Max Klinger. Er wird zum Seher und Künder, zum Riesen, zum Sondermenschen und Gottmenschen verklärt. Klinger war also in Wien in dieser Zeit einfach in aller Munde. Und er, wenn man so will, war der große Star, weil er auch der Erneuerung der Moderne war. In Wien hat er plötzlich die Anerkennung bekommen, weil die gesagt haben, wow, da ist ein Künstler, der macht genau das, wohin wir wollen. Also zeigen wir ihn. Max Klinger ist am Ziel. Der Traum vom Gesamtkunstwerk Wirklichkeit. Umgeben von den Wandfriesen des Gustav Klimt.
Max Klinger hat in sein Beethoven-Monument all das gelegt, was ihn so lange umgetrieben hat. Die Sehnsucht nach Erlösung durch Kunst. Wie ein antiker Gott thront der Musiker in einsamer Höhe. Zielgerichtet, konzentriert, ein Philosoph. Auf den ersten Blick die Personifizierung des Heroischen. Der Materialaufwand ist ins Gigantische gesteigert. 8,5 Tonnen Marmor, Bronze, Alabaster, Bernstein, Achat, Jaspis, Perlmutt und Goldfolie. Wenn wir uns den Beethoven anschauen, wie er auf Klingers Thron dargestellt wird, dann ist es ja kein heroischer Beethoven im Sinne eines athletischen Gottes, sondern es ist ein zweifelnder, in sich gekehrter, mühsam komponierender Künstler. Und diese Rolle des Künstlers als zweifelnden, auch an sich zweifelnden, einsamen Schöpfers, das hat Klinger in Beethoven so sehen wollen. Denn den Radikalen im Dreiteiler begleitet trotz seines triumphalen Erfolges immer auch ein dunkler Schatten. Künstler, Fürst und doch gefangen. Er hat mit Elsa Arsenjew eine gemeinsame Tochter bekommen, Desiree. Sie wird die Eltern nur selten sehen. Sie wächst bei einer Pflegemutter auf. Ein Geheimnis, mit dem Max Klinger seine Eltern nie konfrontieren wollte. Dass Elsa Arsenjew und Klinger das gemeinsame Kind quasi in Paris zurückgelassen haben und sie das dort anonym sozusagen zur Welt gebracht hat. Die Desiree Klinger, von der es ja eine anrührende Zeichnung auch von Klinger gibt, kurz nach der Geburt. Und trotzdem war die Zeit nicht so weit oder die beiden nicht so weit und nicht so mutig, zu dieser Partnerschaft mit allen Konsequenzen zu stehen. Aber das sagt sich so leicht von 2020 aus zurück. Das muss in der Zeit noch sehr viel schwieriger zu leben gewesen sein, Freiheit. Noch ein letztes Mal aus dieser Enge ausbrechen. Mit Elsa Arsenjew die wilde Ehe offen leben können. Schon lange hegen Max Klinger und seine Freunde den Plan, ein Künstlerhaus zu eröffnen. Die Wahl fällt auf Florenz. Ein Fluchtpunkt für ihn und andere deutsche Künstler. Fern aller bürgerlichen Zwänge, der so bornierten wilhelminischen Bürgergesellschaft zu Hause für eine Weile den Rücken zu kehren. Florenz, 5. April 1905. Von den Grundstücken, die hier für unsere Zwecke in Betracht kamen, eignete sich vor allem die Villa Romana. Die Villa enthält in zwei hohen Etagen und einem Wirtschaftsgebäude über 40 Räume, von denen 6 sehr gut zu Ateliers einzurichten sind. Sie finden schönes Gelände mit Garten und Plätzen im Grunde wesentlich mehr, als ihnen ein sogenanntes Hotel bieten kann. Dr. Carlotta Castellani pflegt das Archiv in der Villa Romana, eine Schatztruhe deutscher Kunstgeschichte. Questa è la lettera che Max Klinger scrive a Hirzel nell'agosto del 1905 e come vediamo si trovava all'hotel Porta Rossa Central di Firenze. E chiaramente concerneva i primi mesi dopo l'acquisto della villa. Però immagino che la cosa principale fosse comunque il concetto di avere un posto dove gli artisti fossero scelti per il loro talento e del tutto indipendente da tutto quello che poteva essere la politica culturale del Reich o comunque la politica culturale delle accademie e essere proprio un gruppo di artisti in grado di dare valore al lavoro di altri artisti. Questo penso che comunque, come ancora oggi, rimanga il valore grande di questa casa che la distingue da tantissime altre Künstlerhäuser che ci sono
E in generale vediamo che c'è una certa presenza femminile, cioè ci sono molte donne che popolano queste fotografie e questi documenti. E infatti un elemento che va ricordato è che nel 1906 su 4 artiste borsiste ben 2 erano donne, che è una cosa particolarmente straordinaria per il tempo. E non 2 donne qualunque, perché una delle 2 era appunto Käthe Kollwitz. Credo che Klinger ha dato un esempio, uno slancio, ed è un artista al quale tutti i borsisti che vengono si affascinano, cioè cercano, io lavorando in archivio lo vedo, vengono a chiedere, fanno domande, per cui sicuramente la sua persona, il suo mito sopravvive qui, sicuramente. Bis heute strahlt die Villa Romana eine unbändige Energie aus, die auch Max Klinger gemeinsam mit Elsa Asenjew bei den Umbauarbeiten, der Renovierung und schließlich der Neuausstattung beflügelt haben muss. Max Klinger dirigiert, Elsa Asenjew führt Buch. Und nach Feierabend dann die guten Dinge des Lebens. Die Aussicht auf Karchofi und Wein und Maulbeer ist dabei sehr förderlich. Kommt die Sonne zum Niederknien. In der Villa Romana ist, glaube ich, ein Punkt erreicht, der weit über das hinausgeht, was andere derartige Institutionen verlangen. Keine Konkurrenzen, keine Verpflichtungen. Die Villa Romana ist die älteste deutsche Künstlerresidenz. Max Klingers Traum von Arkadien, vom sorgenfreien Schaffen unter südlicher Sonne. Diese Möglichkeit bietet die Villa Romana seit über 100 Jahren Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt. Das Versprechen, die klar gezeichneten Linien staatlicher Kunstförderung einmal weit hinter sich zu lassen. Und das alles von Max Klinger zu einer Zeit ersonnen, in der Europa mit dem Ungetüm des Kolonialismus ganze Kontinente neu vermaß. Raj Kamal Kalon ist dieses Jahr eine von 4 Stipendiatinnen der Villa Romana. Die international erfolgreiche Künstlerin thematisiert Kolonialismus und Postkolonialismus in ihren Arbeiten. Of course, I think about both colonialism in many ways, right? So you have colonialism of maybe Germans towards Italy. You have colonialism of Europe towards Africa. And so it's thinking about these structures is important to me, and I think a lot about the history of Florence as the birth of banking. Honestly, I don't think about Max Klinger personally, but I do think about the history of the villa, and so the Deutsche Bank has been the funder behind. And so where does this money come from? How is that linked to culture that gets produced, which gets, it's a whitewashing, right? Die Villa Romana war bis vor kurzem das älteste Förderprojekt der Deutschen Bank. Genau 100 Jahre hat das Frankfurter Institut der Künstlerresidenz in Florenz die Treue gehalten. Nun hat das in zahlreiche Finanzskandale verwickelte und zu Geldstrafen in Milliardenhöhe verurteilte Bankinstitut der Künstlerresidenz seine Unterstützung aufgekündigt und alle Zahlungen eingestellt. Dabei war die Villa Romana für viele Künstler, darunter Max Beckmann, Käthe Kollwitz oder Markus Lüpertz, eine prägende Erfahrung. Die Villa Romana ist bis heute Max Klingers und Elsa Asenjews größtes Vermächtnis für die moderne Kunst. Ein kritischer Kunst-Hotspot, eine Künstlerschmiede, an der schon hunderte Künstler auf der Suche nach neuen Wegen Station gemacht haben. Der Gründer selbst sollte die Villa Romana nie wieder besuchen. Der Rastlose findet seine ganz persönliche Toskana 60 Kilometer vor den Toren von Leipzig. In Groß-Jena erwirbt Max Klinger einen Weinberg mit historischem Weinberghäuschen und einem Schafstall. Max Klinger ging dann nach Groß-Jena aus Leipzig heraus, um dem, wie er es empfand, Trubel und den Anstrengungen der hiesigen Gesellschaft, des gesellschaftlichen Lebens ja auch, zu entkommen. Der zu Kaiserszeiten nun berühmteste deutsche Künstler hat genug von festlichen Soireen, gesellschaftlichen Verpflichtungen, Treffen mit Kunsthändlern, Galeristen und Verlegern. Der Vielbeschäftigte sucht wann immer möglich Ruhe in ländlicher Idylle.
Elsa Asenjew richtet sich zunächst im oberen Wohnhaus, Max Klinger sein Atelier im sogenannten Radierstübchen ein. An Wochenenden kommen oft Gäste. Klinger war natürlich hier sehr offen, hat sonst kaum keinen rein in diesen Berg. Und Klinger hatte viele Gäste, wie gesagt auch hübsche Frauen. Und die waren natürlich offen, die waren natürlich Modells, die sind da teilweise rumgelaufen, wie der Herrgott sie geschaffen hat. Und das hat natürlich im Dorf die Runde gemacht. Max Klinger ist es egal. Er erfindet in Groß-Jena seine eigene Welt noch einmal neu. Er gestaltet die beiden großen Kachelöfen seines neuen Wohnhauses, bestellt mit Hilfe eines einheimischen Winzers seinen Weinberg und ist auf sein Gewächs Klinger, rot und weiß, mächtig stolz. Er zeichnet, radiert, aquarelliert und malt. Nur die Beziehung zu der schwierigen und eifersüchtigen Elsa Asenjew kühlt zunehmend ab. Libby, du wirfst mir Egoismus vor, denkst aber auch selbst nur an dich. Was ich zu leiden habe, ist dir auch gleichgültig geworden. Ebenso, was ich wegen uns aufgebe. Und in der letzten Zeit hast du nichts gekonnt, als mich zu verbittern. Und wieder einmal steht Max Klinger in seinem Leben am Scheideweg. Künstler sind ja in erster Linie und immer mit der Kunst verheiratet. Und die größte Liebe in dem Leben vieler Künstlerinnen und Künstler ist die Kunst. Also das beantwortet das glaube ich. Und dennoch wird das auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen sein. Und wir wissen ja aus Briefstellen auch, dass die Beziehung schon in den Jahren davor auch und nicht nur wegen der jungen Frau Bock schwierig geworden war. Max Klinger ist seiner großen Liebe Elsa Asenjew überdrüssig. Bei seinem Jahrzehnte jüngeren Lieblingsmodell Gertrud Bock findet er das, was Mäzen, Verleger und Dandy Harry Graf Kessler kommen sah. Es gibt eine wunderbare Tagebucheintragung von Harry Graf Kessler. Der sagt, er beschreibt ein Abendessen und Klinger war sehr schweigsam, auch den Frauen gegenüber. Er könne nur mit ihnen sprechen, wenn sie nackt sind. Das können wir jetzt stehen lassen oder nicht. Aber das war 1911. Er hat die starke Frau theoretisch geschätzt, aber am Ende hat er das Angenehme, das Einfachere gesucht. Max Klinger ist verrückt nach Gertrud Bock. Er malt ihre erotische Faszination, zeichnet sie, modelliert sie. Zeitweise leben Max Klinger, Elsa Asenjew und Gertrud Bock eine spannungsreiche Dreiecksbeziehung. Gertrud Bock war für ihn sicher eine Verjüngung. Und das meine ich nicht nur im erotischen, sondern auch im künstlerischen Sinne. Sie war ja eine Inspirationsquelle für ihn, eine Vitalität ausstrahlendes Wesen, was ihn selbst auch in der Zeit beflügelt. Max Klinger aber denkt wie immer vor allem an seine Kunst. Er gibt Elsa Asenjew den Laufpass. Das Böckchen, wie Klinger Gertrud Bock liebevoll nennt, verhilft ihm zu einem imponierend sinnlichen Alterswerk. Der war halt ein Arbeitsteufel. Das hat ihn halt einfach interessiert, wie er mit Frauen umgegangen ist. Das war kein angenehmer Mensch, davon bin ich überzeugt. Aus heutiger Sicht sowieso undiskutabel. Also aus der damaligen Sicht, glaube ich, war es auch schon grenzwertig. Aber das Wichtigste für ihn war die Kunst. Und das ist das, was er zeigt. Also es ist zu 100% Max Klinger. Es ist zu 100% Kunstwollen. Besessen von Kunst, besessen von Eros. Seine Kunst war gewaltig. Seine Beziehung zu den Frauen leidenschaftlich bis zur Obsession. Max Klinger. Ein Liebender? Ein Barbar? Mit einer gewaltigen Liebe zur Kunst? Ja. Wahrscheinlich war er beides, wie die Zeit, in der er lebte. Klinger war, könnte man vereinfacht sagen, vielleicht auch deswegen für die Modernen interessant, weil er so ein moderner Widerwillen war und weil diese zwei Seelen, das Antimoderne und das Moderne, bei ihm beides drin waren. Aber
seine Zeit ist abgelaufen. Im Herbst 1919 hat Max Klinger einen schweren Unfall in seinem Leipziger Atelier. Er zieht sich in sein Weinberghaus nach Groß-Jena zurück. Dort ereilt Max Klinger ein schwerer Schlaganfall. Er kann nicht mehr arbeiten. Aber seine junge Geliebte Gertrud Bock bleibt an seiner Seite. Das, was er seiner großen Liebe Elsa Arsenjew immer verwehrt hat, macht er nun wahr. Wenige Monate vor seinem Tod heiratet Max Klinger sein Trutchen. Am 4. Juli 1920 um 14.30 Uhr stirbt Max Klinger auf seinem Weinberg. Seinem Wunsch gemäß wird er auch hier bestattet. Nur eine fehlte bei seiner Beerdigung: seine Tochter Desiree. Und dann noch etwas anderes. Es kommt jetzt überall ein, nennen wir es so, Expressionismus haufenweise durch, der jede Luft nimmt mitzumachen. Ich sagte mir heute, Gott sei Dank, dass ich diese Sorte Welt nie erleben werde. Denn unsere bisherige hält bis zu meinem seligen Ende noch sicher aus, wie sie heute ist. Das Spätere kann mir ja egal sein. Traum und Verführung, das waren die beiden großen Koordinaten in Max Klingers Leben und darüber hinaus. Seinem Vermächtnis entsprechend wird der Bronzeguss seines Athleten an seinem Grab aufgestellt. Er hatte einst eine Skulpturengruppe zusammen mit der Gestalt von Elsa Arsenjew gebildet. Titel: Genie und Leidenschaft. Das Leben von Max Klinger.